Das Investieren einer Aktie bei 3 Cent und dann bei 60 Cent zu verkaufen oder einsteigen bei 10 Cent und den Ausstieg dann bei einem Dollar mitnehmen. Mit den richtigen Aktien ist das durchaus möglich. Selbstverständlich nicht über Nacht und auch nicht ganz so häufig. Aber Kursgewinne von 100%, also Verdopplung, sind durchaus keine Seltenheit im Mining-Sektor. Doch bei so hohen Chancen sind auch hohe Risiken an der Tagesordnung. Worauf du beim Kauf von Bergbauaktien, insbesondere Explorationsunternehmen, achten solltest, das erkläre ich dir hier in diesem Video. Wenn du der Meinung bist, dass unsere Videos dir einen Mehrwert bringen, dann gib uns doch gerne einen Daumen nach oben, denn dadurch rankt der Algorithmus diese Videos noch besser und wir können mehr Menschen auf das Potenzial im Bergbau aufmerksam machen. Es gibt verschiedene Faktoren, die für ein Investment in eine Mining-Firma zu beachten sind. Seit 35 Jahren investiert unser Geschäftsführer Wolfgang Seibold erfolgreich in Mining-Aktien. Insbesondere hat er sich dabei auf den Junior-Markt, also die kleinen Explorationsunternehmen, mit hohen Chancen, aber auch hohen Risiken spezialisiert. Durch unsere lange Arbeit in diesem Sektor haben wir auch viele Connections und ein großes internationales Netzwerk. Und wir wollen unser Wissen hier an dich weitergeben. Denn es gibt immer ein paar Dinge, auf die du beim Kauf solcher Aktien achten musst. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Denn es gibt verschiedene Faktoren, die für ein Investment in eine Mining-Firma zu beachten sind. Und zunächst, da schauen wir immer erst auf den Rohstoff bzw. das Metall, welches bei der Firma erstmal exploriert wird und stellen uns dann die Frage, ob dieses Metall in den nächsten 5 bis 7 Jahren noch dieselbe Relevanz hat oder vielleicht sogar im Preis steigen könnte. Danach, da richtet sich der Blick auf die Aktienstruktur. Wie viele Aktien stehen denn aus? Welche Großinvestoren hat die Firma bereits? Und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, ob und wie viele Aktien das Management an der eigenen Firma hält. Wenn das Management sich zu der Firma committed hat, dann ist das schon mal ein deutlich besseres Zeichen, als wenn nicht. Und anschließend schauen wir uns dann das Management noch einmal genauer an. Wir stellen uns also die Frage, haben diese Personen schon andere Projekte erfolgreich gemacht und können die Erfahrungen hier einbringen? Was ist denn der Background von den Personen? Und gibt es einen klaren Plan, der sich mit unseren Gedanken zu der Firma deckt? Das Vertrauen ins Management ist eins der wichtigsten Punkte. Natürlich hat nicht jeder vor einem Investment die Möglichkeit, sich einmal mit dem CEO persönlich zu unterhalten, aber auf actinocapital.de, da führen wir regelmäßig Interviews mit den Firmen und bringen die CEOs auch regelmäßig auf Messen oder Veranstaltungen hier in Deutschland und der Schweiz. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, folgt uns gerne. Wenn das Management dann einen guten Eindruck macht, dann schauen wir nochmals auf die Assets der Firma. Dabei ist zum Beispiel die Lage ein sehr wichtiger Punkt. Ja, in welchem Land befindet sich das Projekt und wie sind dort die politischen Bedingungen? Es ist auch schon vorgekommen, dass Firmen ein tolles Mineralvorkommen hatten. Ja. Das wurde dann aber unter einer Kirche gefunden. Und da ist natürlich wiederum mit großen Widerständen aus der vor Ort ansässigen Bevölkerung zu rechnen. Auch sind Projekte mit Straßen und Infrastruktur im ersten Moment durchaus attraktiver als Projekte mitten im Nirgendwo. Das muss nicht immer ein ausschlaggebender Fakt sein, das ist ganz vom Projekt abhängig, aber Infrastruktur ist immer wichtig. Anschließend richten wir einen genauen Blick auf das Projekt und fragen uns, ob das Projekt auch das Potenzial zu einer Ver-X-Fachung des Kurses beitragen kann. Wir nennen das auch immer ein Company-Making-Asset. Dabei ist dann die Frage, wie die Gehalte des Rohstoffs im Boden sind und ob es bereits produzierende Minen in der Nähe gibt, der womöglich bald ihr eigenes Erz ausgehen könnte. Denn dann schaut man sich gerne mal bei den Nachbarn um, was die so machen. Das bringt uns dann auch schon zu den verschiedenen Wachstumtreibern solcher Firmen. Es gibt Firmen wie beispielsweise Sonoro Gold. Die wollen schon recht früh in Produktion gehen, um ihre Exploration dann aus dem eigenen Cashflow voranzutreiben. Das ist für Investoren natürlich dahingehend attraktiv, da hierbei weniger Verwässerungen durch Kapitalerhöhungen stattfinden. Exploration kostet viel Geld, Sonoro möchte das selber erwirtschaften. Ja, auch gibt es Firmen, die sich von Beginn an als Übernahmekandidat positionieren, weil ein großer Player in der Nähe ist, welcher vielleicht an zusätzlichem Erz für seine große Mine interessiert sein könnte. Auch sind, wie im Falle von beispielsweise Kalamazoo Resources, Joint Ventures mit großen Playern möglich, um eben Projekte voranzutreiben und eines Tages mit dem Partner gemeinsam in Produktion gehen zu können. Natürlich gibt es noch andere Szenarien, die eine Firma verfolgen kann, doch eins bleibt immer gleich. Der große Treiber für den Share Price sind zum Beispiel große Discoveries auf einer Exploration, der Verkauf der Firma oder des Projekts, natürlich auch der Schritt in die Produktion, wo das Projekt in der Regel nochmal neu bewertet wird. Natürlich gibt es wie immer noch weitere Faktoren, auf die man vor einem Investment genau achten sollte. Beispielsweise das Marktsentiment, das ist ebenfalls sehr wichtig. Ja, also wie ist die Stimmung im Markt, ist mit fallenden Kursen zu rechnen oder ist gerade der Aufschwung erreicht? Natürlich wollen wir als Investoren immer möglichst günstig kaufen und warten daher gerne, bis der Kurs fällt. Doch dann ist natürlich wichtig, dass man nicht zu früh investiert und damit dann mitten ins fallende Messer greift und noch weiter mit absackt. Und wir versuchen hier immer wieder zu vermitteln, wie der Markt sich entwickelt und geben euch ein Gespür
Gespür für die Möglichkeiten mit an die Hand. Wollt ihr zu diesem Thema noch mehr wissen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Beachtet auch wie immer den Disclaimer, wir haben hier keine Anlageberatung gegeben. Mehr Informationen zu den genannten Firmen findet ihr auf axinocapital.de.